Wir melden uns vom Deutschen Derivatetag 2014 in Frankfurt, haben viele, viele Interviews und Gespräche hier schon geführt und auch verfolgt. Und unser nächster Gast überrascht mich gewissermaßen auf dem Deutschen Derivatetag, denn bei mir ist Dr. Christine Bortenlänger, geschäftsführender Vorstand des Deutschen Aktieninstitutes und damit, wenn man so will, oberste Lobbyistin in Sachen Aktie. Haben Sie sich verirrt auf dem Derivatetag? Nein, natürlich habe ich mich nicht verirrt. Ich denke, man muss jede Gelegenheit nutzen, mit Fachleuten über die Aktie zu sprechen. Und wenn wir hier den Derivatetag haben, haben wir sicher genug Fachleute an Bord, die über die Bedeutung der Aktie und vor allem über die Gründe für die geringe Aktienkultur in Deutschland sprechen können. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe jüngst den Monatsbericht der Bundesbank gelesen. Demnach sind so 10-12% der Deutschen nur Aktienbesitzer, Pi mal Daumen. Über 60% des DAX ist im Besitz des Auslands. Warum können wir Deutschen uns nicht mit der Aktie anfreunden? Ja, man könnte es ganz drastisch ausdrücken und könnte sagen, eigentlich hat Bismarck einen Fehler gemacht, indem er das Rentensystem so stark beim Staat verankert hat. Hätten wir wie die Amerikaner mehrere Säulen der Altersvorsorge, wären wir schon früher an die Aktie gewöhnt worden. Das heißt, dann hätten wir alle neben der Rentenversicherung, der staatlichen, in die wir einzahlen, wahrscheinlich ein Depot, wo regelmäßig Aktien landen. Dann hätten wir über viele Jahre erlebt, dass die steigen und fallen, aber dass am Ende dieses Depot immer, immer mehr wert wird. Und dann wären wir viel entspannter bei den Kursschwankungen der Aktie und wir wüssten die Vorteile der Aktie zu schätzen. Ist es vielleicht auch so, dass man in Deutschland eher das Investieren in eine Aktie, es ist ja eine Investition, Beteiligung am Produktivkapital, verwechselt mit Spekulieren? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind dann schon wieder die Profis, die so agieren, dass man Investieren mit Spekulieren verwechselt oder die Aktie also ein ideales Produkt sieht, mit dem man spekulieren kann. Ich denke, die meisten Bürger wissen gar nicht genau, was die Aktie ist, dass man damit sozusagen Eigenkapital in Unternehmen steckt. Und insofern müssten wir wahrscheinlich noch viel früher anfangen und die Menschen aufklären, was die Aktie ist, was die Chancen und Risiken der Aktie sind und vor allem ganz wichtig, dass Aktien Dividenden abwerfen und die Dividendenrendite momentan weit über dem Zins liegt, den man für festverzinsliche Wertpapiere bekommt. Nun haben wir eine Niedrigzinsphase schon seit Jahren und wenn wir sehr aufmerksam Herrn Draghi, dem Chef der EZB, zuhören, wird es wohl bis 2019 noch so bleiben. Es sind doch eigentlich ideale Voraussetzungen, auch in Aktien zu gehen, weil ich aufs Sparbuch nichts mehr bekomme, oder? Ja, es wären ideale Zeiten, aber im Grunde genommen wären eigentlich immer gute Zeiten, um in Aktien zu gehen. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man in Aktien länger als 12 Jahre investiert ist, dann ist das Verlustrisiko null. Jetzt haben wir momentan eine Situation niedrige Zinsen, das haben die Bürger auch verstanden. Aber sie haben natürlich auch mitbekommen, dass der DAX momentan sehr hoch steht. Und ich glaube, derzeit befürchten die Bürger, wenn sie jetzt gerade wieder einsteigen, dann kann es sozusagen, wie die Erfahrung damals in den Hochphasen des neuen Marktes gezeigt hat, dann kann es sozusagen nur noch bergab gehen. Insofern wäre es wichtig, diesen längeren Anlagehorizont im Auge zu haben und auch zu wissen, dass Aktien immer eine Risikostreuung mit ermöglichen. Wenn man mal nachrechnet, stellt man fest, dass Depots mit Aktien immer weniger Risiko haben, als wenn sie ein Depot ganz ohne Aktien haben. Frau Bortenlänger, was ich feststelle, wenn ich viel unterwegs bin und mit vielen Menschen spreche, dass in der Tat trotzdem noch Angst herrscht. Und ich habe den Eindruck, dass das schon im Kindes- und im Jugendalter beginnt, dass einfach zu wenig bereits in diesem Alter über Aktienkultur, über Zusammenhänge an den Finanzmärkten vermittelt wird. Ist hier die Politik auch gefordert, mehr schon im Bildungsbereich zu tun für die jungen Leute, damit sie später weniger Angst vor der Aktie haben? Also zum einen wäre es natürlich wichtig, dass in der Schule schon erklärt wird, neben anderen Dingen, die eben im volkswirtschaftlichen Themenfeld erklärt werden, was die Aktie ist, was man mit einer Aktie tun kann. Es wäre aber auch wichtig, die Medien zu überzeugen, endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Wir haben da ja häufig so diesen Stil Bad News are Good News und das tut der Aktie besonders weh, denn das Image ist immer, das ist ein Spekulationsobjekt, da schwankt alles und da geht es irgendwie nur nach unten. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wo der DAX heute steht, dann müssten die Bürger eigentlich auch im Kopf haben, welche Aktien denn so stark gestiegen sind, dass wir auf diesen hohen DAX-Stand kommen und nicht immer nur die Aktien benennen können, die um die Jahrtausendwende so stark gefallen sind. Dann wünschen wir Ihnen viel, viel Erfolg, Frau Dr. Bortenlänger, für die weitere Arbeit im und beim Deutschen Aktieninstitut. Tun Sie was für die Aktie. Herzlichen Dank fürs Gespräch hier auf dem Deutschen Derivatetag. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank.